Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 3. Wir hatten es in der letzten Folge tatsächlich mal geschafft, hier die uns den Punga-Jüngern hier anzuschließen. Und ja, wissen jetzt, dass es einen Anführer gibt namens Jackson und dass sich diese Nadine, während der nein. Weshalb wir überhaupt hierher gefahren sind, ist ja die Nadine zu finden. Und die haben wir hier entdeckt und mit ihr gesprochen. Und sie hat uns gesagt, im Osten gibt es einen Schiffswrack, von dem aus man und durch das man zur geheimen Höhle kommt von Jackson, der hier bei der Punga-Pflanze ein besonderes Versteck aufgemacht hat. Ich glaube, da kommen wir dann irgendwann raus. Kann das sein? Wäre naheliegend, finde ich zumindest, dass wir da dann irgendwie raus können. Was ist eigentlich jetzt unsere Aufgabe? Ich bin da immer so ein bisschen... Stimmen aus dem Nichts. Aufenthaltsort des Stammesoberhauptes haben wir gefunden. Mit den Informationen zu Desmond zurückkehren. Einen Löffel Whisky, da müssen wir aber links vorbeischauen. Der violette Vorhang, die Bänder haben wir auch noch nicht gefunden. Staatsoberhaupt. Oh, das ist wieder von der normalen Washington DC-Welt. Das heißt, die anderen Aufgaben haben wir soweit durch. Ich bin eigentlich schon ziemlich begeistert, wie ordentlich wir hier vorangekommen sind. Na gut, die Schaufel war eine nette neue Eroberung. Werde ich wahrscheinlich aber doch trotzdem nicht anwenden, da ich nicht so der Nahkämpfer bin. In dieser Welt finde ich Nahkämpfe eher nicht so toll. Jetzt werde ich mal Desmond informieren, unseren Ghoul-Auftraggeber. Dann kann er sich vielleicht, aber auch nur vielleicht, selber darum kümmern, dass dieser Jackson aufgemischt wird. Wahrscheinlich sagt er uns dann gleich, ah ja, warum habt ihr nicht gleich aufgemischt, ihr Luschen? Da hinten ist das Haus. So, allein für diesen Auftrag sind wir jetzt einmal komplett um die ganze Insel gelaufen. Ja, einmal von der Süden nach Norden, von Norden nach ganz rüber Richtung Westen und dann nochmal zurück hier in den Nordosten. Und jetzt schon wieder durch den ganzen Pfad nach Süden. Also eine schöne Odyssee. Da unten steht eine Hütte. Ich frage mich eigentlich, wo diese Dings ihre Hütte nochmal hat, die Destillatmeisterin, ja, die Bierbrauerin. Obwohl, ist ja kein Bier, ne? Ist ja Whisky. Usel. Irgendeine Plörre, wenn man so will. Mach mal die Waffe weg. Einmal so ein bisschen durchtauchen, damit man auch ordentlich Verstrahlung abkriegt. Das ist toll. Es ist so ruhig. Merkt ihr es? Ein paar von denen liegen hier noch rum, aber alles in allem ist es sehr, sehr ruhig geworden hier außen in der Welt. Ich weiß nicht, was mich mehr beunruhigt. Aktuell das Ausbleiben von Feinden oder die Feinde wirklich an sich. Naja, zumindest sind wir gleich da. Und dann wird uns Desmond wahrscheinlich losschicken. Wir sollen Nadine helfen,
den Jackson zu vernichten oder so. Und Nadine hat ja ziemlich Angst vor den Hunden hier von ihm. Und Desmond. Deshalb möchte sie nicht mehr hierher. Er hätte ruhig mal die Leichen wegräumen können. Hat doch sonst nichts zu tun im Moment. So gut, hallo. Desmond. Hast du dich denn schon bei diesen Stammesleuten eingeschlichen? Ich bin drin und ich weiß jetzt, wo sich der Anführer versteckt. Die Schwachmaten empfingen mich mit offenen Armen. Ich weiß, wo der Boss steckt. Ja, ich nehme die erste Antwort. Klingt höflicher. Und? Warum bist du nicht hin und hast ihn ausgequetscht? Ich bin nicht dein Vater, du Rotzbengel. Du brauchst nicht wegen jedem Furz zu mir zu kommen. Geh und finde heraus, was er mit dem Ort vorhat. Ja. Wird gemacht, Chef. Zurück an die Arbeit. Jawohl, Chef. Boah. Sklaventreiber. Das muss ich mir von einem Untoten normalerweise nicht gefallen lassen. So, jetzt den ganzen Weg wieder raufschleifen. Ah, super. Hat sich jetzt auch voll gelohnt. Jetzt war aber die Aussage recht interessant, von wegen, dass man da durch ein Schiff durch muss. Jetzt ist die Frage, ist es das Schiff, das wir auch in die Luft jagen können? Oder gibt es da noch mehr Schiffe? Also die Insel scheint ja hier umlagert zu sein von Schiffen, die vor sich hin vegetieren. Das ist es nicht, also sonst würde da der Pfeil wahrscheinlich drauf zeigen. Jetzt habe ich nur noch eine ganz wichtige Frage. Muss ich am Fuße des Berges vorbeilaufen oder den Berg wieder hoch? Ich probiere es am Fuße des Berges entlang, ich weiß es einfach nicht. Ich finde es aber auch immer ein bisschen feige, wenn man dann einfach losgeht und sagt, doch, ich schaue auf der Karte nach. Da wird ja genau auf der Karte angezeigt, da muss ich hin. Ich könnte ja auch noch die Schnellreisefunktion wählen und müsste mich dann nicht mal anstrengen, hier durch den Gegend zu laufen. Allerdings verpasst man auch recht viel. Den einen oder anderen Meyerlurk zum Beispiel. Hörst du auf zu laufen? Ich mach das ja auch nicht. Na? Fall jetzt endlich um. Ha! Oh, wie einfach. Es war nur ein halbes, eine Dreiviertel Magazin, was ich hier verbrauchen musste, um ihn zu töten. Das ist ja easy. Oh, ich hole mal noch so ein Brahmin-Steak. Ach so, viel besser. Wir können doch wieder frei laufen. Ich werde mal ein bisschen mit dem Gewehr hier durch die Gegend ballern, weil ich habe so viel Munition dafür. Macht dann eher Sinn. Ich habe irgendwie so langsam das Gefühl, ich muss auch ab und zu haushalten mit meinen Ressourcen hier. Vor allem dieses Gewehr kann ich immer wieder nachreparieren, wenn ich die Hinterwette überfalle. Und nicht weglaufen. Ich habe noch zwei Geschenke für dich. Der haut wirklich ab. Alles klar. Arbeit gespart. So, hier vorne ist noch einer irgendwo. Ja, ich könnte auf den Rumpf ballern. Ich nehme mal die Schere. Mal sehen, ob das funktioniert.
nicht sonderlich gut. Es macht nicht wirklich Schaden. Au! Au! Wie schnell warst du denn hier oben? Ach so, okay. Au, nein! Das ist nicht fair, der hält mich hier unten fest. So, mal ganz schnell mal ein paar Medipacks essen. So, Schluss ist. Ach, du bist auch wieder da. Ich häng hier schon wieder fest. Oh, ist das Ding buggy? Ja, so ging es mir gerade eben, dass ich einfach festgehangen hatte. Gut. Egal. Soweit so gut. Wir können uns jetzt wieder regenerieren. Puh. Psycho. Mehr Schaden. Ah ja. Da wird man vorsichtig von. Das lasse ich dann besser. Ja, also ich wäre schon geplatzt, wenn ich diese Menge in mich hineinschaufeln müsste. Hier muss irgendwo noch einer sein. Hier bin ich vielleicht ein bisschen falsch. Hätte doch den Berg hoch gemusst, scheinbar. Na? Kommt nicht, okay. Muss nicht sein. Ah, da vorne ist noch einer. Wenn dann noch das kritischen Schuss. Ordentlich getroffen. Meine Herren, das war ein echt guter Schuss. Aber jetzt haut er ab. Jetzt habe ich wieder die ganze Arbeit, ihm hinterher zu zockeln und ihn dann nochmal zu erschießen. Hätte gerne, ja, da hochgewollt. Aber es funktioniert mal wieder nicht. Hallo? Ist hier jemand zu Hause? Schachbrett, ein Lego und am Stiel, ein Jet, das ist gut. Das ist wenigstens was wert und wiegt nichts. Ganz wichtig, es wiegt nichts. Ach. Kerl, weg mit dir. Blöde Krabbe, ich hack ja auch nicht auf dir rum. Zumindest jetzt nicht mehr. Versprochen. Große Whiskyflasche, so, so. Jetzt habe ich das Problem, ich komme gar nicht so richtig gut um den Berg herum. Um unser Ziel aufzusuchen. Vermutlich mal das Ziel. Vielleicht muss ich auch wirklich nochmal zur Nadine in die Kathedrale rein. Ach, Kerl.
Den gar nicht. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn ich hier irgendwo hänge. Dann muss ich ja da runter. Ah, da schwimmt es. Ha! Oh, ich sollte vielleicht mal zielen. Stirb, du Unhold. Treffe ich nur das Wasser oder treffe ich ihn immer noch? Ich glaube, ich treffe nur das Wasser. So, versinke. Da ist ein Schiff. Da muss ich jetzt hin. Da ist jetzt die Gier und die Neugier vor allem auch größer. Nachdem ich mir den Weg ja schon freigekämpft habe, muss ich den kleinen Kutter da auch mal begutachten. Hat sich ja gar nicht gelohnt, da ist nichts drin. Ach, schade. Da war die Hoffnung jetzt groß, dass wir was Neues und Schönes entdecken. Oder überhaupt mal was Neues. Ich komme da schon wieder nicht an Land. Kletter doch raus. Ja, sehr gut. Hast es fast geschafft? Ja, wunderbar. Da ist noch so ein Schiff. Da kommt man aber nicht so gut dran. Oh, das Schiff ist größer. Entdeckt, Schiffswrack, super. Oh, da gibt es sogar einen leichten Einstieg für. Oh ja, das ist sogar das richtige Schiffswrack. Das ist ja toll. Ja. Das war hell. Bah. Noch die Fackel gestarrt. War ja vielleicht mal eine schlechte Idee. Versteinerte Knubbel sieht aus wie Meierlurk-Eier. Wie recht ich damit hatte, sehe ich jetzt. Ich nehme dich als erstes, du wirkst stärker als der andere. Noch einer? Ja. Wundervoll. Oh, nicht gut. Der kommt einfach hoch. Fall doch um. Na, endlich.
Da ist ja noch einer. Ja, du, das geht so nicht, dass du da einfach auf mich wartest. Nein, es geht doch nicht, dass du einfach auf mich wartest. Du musst nicht herkommen. Was? Halt, wieso bist du da oben? Ich werde erstmal für Heilung sorgen. Heidewitzka. Kannst du mal solchen Blödsinn lassen? Ja, das war sehr geschickt. Schön dran vorbeigeschossen. Kinder, Kinder, Kinder. Ein neues Level. Wir haben es geschafft. Yay! So, was wollen wir verbessern? Schleichen, Nahkampf, kleine Waffen, waffenlos. Waffenlos schon gar nicht. Das ist, das ist mir zu kritisch. Ich nehme Schleichen. Und hier kleine Waffen. Bis zum Anschlag passt. Gut, dann kommen wir wenigstens besser mit der kleinen Waffe voran. Dieb. Wir könnten Leute beklauen. Schleichen und Dietriche würden sich verbessern. Nö. Heller Kopf. Schneller Erfahrungspunkte sammeln, wäre vielleicht nicht verkehrt. Intensives Training, wir können eine unserer Attribute steigern. Nö, nee. Schauen wir nochmal nach den neueren Sachen. Kind im Herzen, aha. Ja, man kann mit Kindern besser plaudern, das brauche ich eher nicht. Kleine Schwäche. Das wäre gar nicht verkehrt. Ich glaube, ich habe sogar ein oder zwei Werte, die unter 5 liegen. Charismatisches Gleichgewicht wählen, wird ihr Karma sofort auf neutral gesetzt. Naja, das ist eher uninteressant. Autobahn des Teufels. Wenn sie das extra Autobahn des Teufels wählen, wird ihr Karma sofort auf sehr böse. Achso. Welpe, Tiefschlaf. Sprint des Sensenmannes. Okay. Massiertes Feuer. Okay, wenn wir jetzt einmal hintereinander Computergenie, Medikamenten, Action Boy, Gesetzesbringer, Auftragskiller, Apotheker. Romane, leiser Läufer, Kannibale will ich eigentlich nicht haben, Heckenschütze, Sandmann, Nerdwut, Nachtmensch, ein mysteriöser Fremder. Sie haben ihre ganzen persönlichen Schutzengel bekommen, der mit einer vollständigen geladenen 44er Magnum bewaffnet ist. Mit diesem Extra wird der mysteriöse Fremde im Watz-Modus auftauchen und ihm zu helfen. Okay. Inesse. Oh, ja, das klingt gut. Ja, eigentlich ist das Ganze nicht mehr so wirklich relevant, was wir hier auswählen. Deshalb nehme ich hier das. Fertig, kleine Schwäche. Keine Schwäche. Sehr schön. Wir haben keine Schwäche mehr. Das ist
Vielleicht auch mal interessant zu sehen, wie sind denn jetzt die Stats? Da sind wir gesund, mehr oder weniger. Wunderbar. Keine Schwäche mehr. Könnte noch ein bisschen Heilung vertragen, sehe ich gerade. Deshalb Hungerfrüchte. Naja, holen wir Stimpaks. Geht schneller und ja, ich habe ja an sich ein paar. Geld, echtes Geld. Ich will. Nein, ich habe Wasser getrunken. Was macht man nicht? Vor allem nicht dieses Wasser. Die Doppelläufige. Trinken will ich nicht. Definitiv nicht. Oh. So. Wo geht's weiter? Dort entlang. Bedeutet wohl, ich muss hier den Kanal entlang schwimmen und irgendeinen Weg finden. Ja, die Eier lasse ich mal. Nutzloses Gewicht. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, wo ich hin muss. Oder muss ich erstmal nochmal raus? Kann das sein? Nee. Zeigt mir an, da drüben. Okay. Ich kann hier irgendwo hin, also ich bin schon richtig. Bin ich da hoch? Aha! Das ist das Geheimnis des Pudels Kern sozusagen. Ja, sieht so aus. Ich kann hier weiterlaufen und dann vermute ich hier irgendwo nochmal nach oben. Ich sehe gerade so wenig. Dunkel. Nö, hier bin ich irgendwie falsch. Ich hänge. Ha, Hilfe! Noch weiterlaufen? Ist hier noch weiter irgendwo dann ein Weg rauf? Wohl eher nicht. Kann ich darauf hüpfen? Nee, kann ich auch nicht. Ach man. Ich bin gerade bei der kleinen Karte hier überfordert. Das erst, wenn es mal schwieriger wird. Oder ich gehe einfach den Weg hier entlang. Ah, ja, es könnte so einfach sein, wenn man mal guckt, ne? Schön. Aber wir kommen voran. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Na? Das ist noch so eine. Gut, dich. Du scheinst zu hängen. Selber schuld. Das nutze ich jetzt gnadenlos aus. Du hängst doch nicht. Junge, Junge, warum treffe ich dich denn kritisch, wenn du dann immer noch weiterläufst?
Und das Gewehr ist auch so langsam durch. Komm, wechsel die Waffe und schnitzel ihn. So. Oh, Kinder, Kinder, Kinder. Das zerrt gerade ein bisschen an den Nerven. Ich bin aber auch zart beseitigt, muss man dazu sagen. Andere sagen Memme. Gut, gut sagen wir Memme, passt schon. Okay, wir gelten wieder als versteckt. Die Höhle möchte ich jetzt aber trotzdem mitnehmen, dafür, dass wir sie extra säubern mussten. Erwarte ich dann auch irgendwelche großen Schätze. Ich werde natürlich granatenlos enttäuscht. Da kennt das Spiel erstmal nichts. So, Belohnung am Ende des Weges. Oder Belohnung für Zusatzkämpfe und Zusatzwege bleibt außen vor. Wieso habe ich schon wieder so viel Schaden? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? So. Hallo? Ist jemand zu Hause? Kann es sein, dass Jackson wie Desmond irgendein Ghoul ist? Nein, nicht astrales Wissen, du Einfallspinsel, sondern psychische Herrschaft. Und das ist erst möglich, wenn du Desmonds Stirnring zerstörst. Ich? Wieso ich? Warum sollte ich das machen? Hat doch damit nichts zu tun. Oder redet er gar nicht mit mir? Ah, jetzt verstehe ich. Ihr redet mit einem anderen, mit dem man gerade am Telefonieren ist, sozusagen. Und wir hören nur leider nicht gerade, was der sagt. Das ist schlecht. So, dafür, dass wir einen ordentlichen Wert im Schleichen haben, machen wir aber ziemlich viel Krach. Du. Aber er ist mir nicht feindlich gesonnen. Erfahre die Transzendenz. Du bist Jackson. Hallo Jackson. Hallo. Bist du vielleicht ebenfalls auf der Suche nach höheren Sphären? Was führt dich hierher? Ich will eure ewig währende Weisheit erlangen. Ich möchte bloß den Anführer des Stammes kennenlernen. Ja, ich möchte... Naja, ich möchte mal die Weisheit erlangen. Das sind großartige Nachrichten. Endlich wurde das heilige Land von seiner störenden Aura befreit. Die Astralebene steht uns wieder offen. Aber der transzendente Meister wird darauf brennen, diese Nachricht zu vernehmen. Und natürlich gebührt dir die Ehre, sie ihm zu überbringen. Schließlich obliegen ihm ja die wahren Entscheidungen über unser spirituelles Wachstum. Und dazu gehört auch die Befreiung der Villa. Ah, du meinst, du bist nicht der eigentliche Anführer des Stammes? Kann ich den Transzendenten Meister sehen? Ja, du bist nicht der eigentliche Anführer des Stammes? Ach, wäre ich bloß so weise. Nein, die wahre Anführerschaft des Stammes gebührt einem höheren Geist, dem Erleuchteten. Obschon sein erhabener Geist keinen Körper mehr benötigt, zeigt er sich uns und weist uns den Weg. Ich interpretiere lediglich seine Wünsche. Er offenbart sich hier. Hoch auf einem Felsvorsprung der großen Höhle. Vielleicht ist dir das Glück hold und du darfst an seiner Weisheit teilhaben. Ich will etwas mehr über den Stamm wissen. Wir sind eine Familie von Träumern, eine Schar von Astralreisenden und eine Kirche des Geistes. Früher oder später werden wir frei sein vom Schrecken der niederen Welt des Körperlichen. Unser Geist wird in Reinform durch das Universum schweben. Wie wird der Stamm geführt? Ich weiß, es sieht so aus, als wäre ich der wackere Hirte meiner Schäfchen. Aber die Wahrheit ist weit bescheidener. Ich bin nur der größte Fisch in unserem Schwarm auf seiner Reise durch die Meere des Universums. Forschend, lernend.
eins werden. Aber wir schwimmen nicht ziellos umher. Ein strahlendes Licht weist uns den Weg. Dieser leuchtende Geist spricht zu mir während meiner Einkehr. Ja, ich habe das gehört. Warum wurde denn die Villa angegriffen? Wir finden keinen Gefallen an Gewalt. Das Ziel war lediglich die Entfernung des Ghouls, dessen Präsenz ein Affront für den transzendenten Meister ist. Ich kenne jedoch nicht die genauen Gründe, warum der Bewohner der Villa als derartige Störung empfunden wird. Dazu musst du den Meister selbst fragen. Ich werde den transzendenten Meister sofort einen Besuch abstatten. Ja, halte Zwiesprache mit ihm, während ich mich um meinen Stamm kümmere. Es gibt ja so viel zu tun. Okay. Das Interessante ist, hier liegen Särge rum. Und, ja, ein bisschen Munition. Aber im Prinzip ist nicht wirklich was Tolles drin. Na gut, ich werde mal den transzendenten Meister aufsuchen. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Ich befürchte, das ist nicht richtig. Der wird mir gleich einer überbrutzeln. Aber wir sind ja bereit. Wir haben ganz viele Stimpacks. Das heißt, wir können es gut mit denen anlegen. Sprechen, holographische Projektion. Mhm. Nicht, dass es hier Desmond selber ist, der ihm immer irgendeine Nachricht schickt. Und Desmond ist ein zwiegespaltener Psychopath. Naja, wäre naheliegend. Könnte tatsächlich sein. Ich probiere es mal aus. Okay, das ist ein bisschen leise, ich kann es jetzt auch nicht lauter machen. Wir müssen halt eben dann unten die Texte mitlesen. Was zum Henker sind Sie denn? Ah, sehr clever. Das ist ein Genie, der sich in der Maschine hier eingespeist hat. Und der Ghoul ist natürlich ein anderes Opfer der ganzen Geschichte. Er ist halt eben verstrahlt worden und wurde zum Ghoul. Und hat deshalb Ewigkeiten überlebt. Und er hier hat die Maschine eingespeist und deshalb Ewigkeiten überlebt. Wie kam es dazu, dass Sie diesen Stamm anführen? Was haben Sie denn gegen den Ghoul? Versprechen kann ich nichts, aber erzählen Sie mir mehr. Das ist vielleicht eine gute Antwort. Versprechen kann ich nichts, aber erzählen Sie mir mehr. Okay, was wissen Sie denn über Desmond? Ah ja, okay. Haben Sie den Stammesleuten befohlen, die Villa anzugreifen? Natürlich habe ich das, aber dieser Schwachsinn glaubte, es wäre eine seiner Visionen. Dadurch sollte er doch das Störgerät des Guts beseitigen. Ehrlich, diese Denken sind
Ja, man kann ihn knuddeln und drücken und lieb haben. Sowas nennen wir zum Beispiel Haushund oder so. Aber gut, dann muss ich mal los. Ein freches Biest. Hier helfe ich nicht, da helfe ich doch lieber dem bekloppten Ghoul, der genauso wenig höflich ist wie er. Aber er war zumindest mal ein richtiges Leben. Bei dir bin ich mir nicht sicher. Das ist wahrscheinlich schon vorher ein Widerling. Was bringe ich denn mit der Denkpause hin? Oh, hier ist eine Leiter. Sehr schön. Und der Brunnen. Ha! Als hätte ich es nicht geahnt. Hier ist der Brunnen. Wisst ihr was? Ich probiere mal was ganz Tolles. Wir nehmen eine Schnellreise. Nee, die Weltkarte brauche ich. Herzogmine will ich nicht. Ich will hier zur Villa. Wieso sind denn Feinde in der Nähe? Und wo? Na gut, dann werden wir erstmal die Feinde los, wenn möglich. Ach, Ghule. Leuchtende Ghule sogar noch. Oh, das war schön daneben geschossen. Ich bin auch im Haus. Super. Hört doch mal auf damit. Wisst ihr denn nicht, dass ihr mir wehtun könnt damit? Boah, ist der heute dich. Hätte ich nur einen Raketenwerfer. Was? Wie schnell seid ihr eigentlich? Zielen hilft, wenn da Zielen hilft. Boah. Wer hätte gedacht, dass die so stark zuschlagen können? Ich brauche eine andere Waffe. Ah, das hört sich schon ganz anders an. Stopp. Es reicht. Ja, nimm das. Wieso kriegt er keinen Schaden mehr? Das ist nicht witzig. Hilf mir jemand! Das ist nicht mehr fair! Oh, ist das ruckelig. Das ist gar nicht gut. Und noch irgendein Tier. Wieso ist das gerade so ruckelig? Das ist nicht schön. Kannst jetzt aber auch nicht irgendwie abstellen. Ich würde gerne was anderes machen, außer kritische Wunden verteilen. Oh je. Erzähl mir mal einer, warum ich da keinen Schaden mache. Verwirrung. Ich brauche eine andere Waffe. So, das Watz muss das jetzt erledigen. Okay, perfekt.
Ach, wie herrlich. Kann ich den ganzen Weg wieder raufschleifen, um zu schauen, wo sich die Nadine befindet, die wahrscheinlich aufgemischt wurde. Weil sie Wahn witzigerweise gemeint hatte, sie musste rausstürmen, um ihr zu helfen. Nicht so klug. Aber hier laden wir nochmal schnell nach. Hier wäre es aber auch eigentlich schon durch, ne? Das auch. Und Colt brauche ich da eher nicht. Ja gut, holen wir die große, nichtsnutzige Doppelläufige. Irgendwo ist noch jemand. Ich weiß aber nicht wo. Der Hund war noch da irgendwo und der leuchtende Ghoul war auch noch irgendwo. Aber ich finde die gerade alle nicht. Ah, da bist du ja. Ah, wie schön. Offiziell war das der letzte. Das ist doch schon mal sehr gut. Aber ich finde die Nadine nicht. Andererseits, wir wissen, was wir der Mutter zum Teil sagen müssen. Also von daher hat sich das auch soweit erledigt. Da brauchen wir auch nicht mehr groß uns drum zu kümmern. Als wir sie das letzte Mal sahen, war sie am Leben. Auch wenn sie gerade vor Ghoulen weglief. Also wir haben unseren Auftrag erledigt. Behaupte ich jetzt so dreist. So, und wir können versuchen, die Karte zu benutzen und zu reisen. Geht ein bisschen schneller. So, dann richten wir das mal dem guten Desmond aus, dass er einen missgünstigen Widersacher hat. Obwohl, ich glaube schon, dass er das weiß. Ich glaube, er weiß sogar mehr, als er uns sagen will. Wahrscheinlich hat er die Maschine nur entwickelt, um den entsprechenden so aufzuhalten. Ich hab's gewusst, dass dieser kleine Mistkerl hinter allem steckt. Nach all diesen Jahren streckt er seinen Kopf heraus. Den werde ich ihm abhacken. Bildlich gesprochen, natürlich. Wer oder was ist denn hinter diesem Hirnding eigentlich? Ich hätte wissen müssen, dass er es ist, mein alter Rivale. So nah am Haus seiner Familie. Nur er kann so dumm sein. Er war einmal ein Mann, Professor Calvert. Der Familie Calvert gehörte einst die Hälfte von Maryland. Damals, als es noch ein Maryland gab. Angehörige der Familie Calvert hatten in der ganzen Welt großen Einfluss. Sie hatten praktisch die Regierung der USA in der Tasche. In ihrer Glanzzeit waren 3 Angehörige dieser Familie Senatoren. 7 von ihnen Mitglieder des Repräsentantenhauses und 2 davon Gouverneure. Sie stellten sogar einen Spitzenkandidaten für das Amt des Präsidenten, bis ihn dieser Hundeskandal aus dem Rennen warf. Darauf war ich sehr stolz. Aha. Du hast also die Machenschaften dieser Calverts ein bisschen eingeschränkt und hast dich in ihrem Haus niedergelassen. Und jetzt ist einer der Familie noch am Leben und angepisst. Sie kennen diesen Typen. Was geht hier vor? Calvert ist mein alter Rivale. Wir spielen dieses Spiel seit Jahrhunderten. Nur er kann so blöd sein, sich so nah beim Familienwohnsitz zu verstecken.
Hier geht es nicht um Hass, sondern um Schicksal. Er ist mein Feind. Und ich kann es nicht dulden, dass jemand lebt, der sich mir in den Weg stellt. Ich wusste, dass er hier steckt und habe vor, ihn aufzustöbern und ihm den Schädel einzuschlagen. Das mit seinem Schädel meine ich natürlich nur im übertragenen Sinne. Ja, ist klar, wir haben schon mitgekriegt, dass er nur ein schwebender geistiger, eine Holographie ist von einem Hirn. Ja. Und jetzt wollen sie wissen... Nee, und jetzt wollen sie, dass ich etwas anderes mache, nicht wahr? Natürlich will ich, dass du etwas anderes machst. Du erwartest doch nicht etwa von mir, höchstpersönlich in diesem Schlammloch herumzulaufen, oder? Vielleicht sollten sie etwas mehr auf ihren Tonfall achten, alter Mann. Schon gut, sie sind so richtig böse. Hab schon verstanden. Ich hoffe, dass am Ende etwas Gutes herauskommt. Das hoffe ich wirklich und das sage ich ihm auch. Ich hoffe, dass da etwas Gutes herauskommt. Für Leute, die mir die Treue halten, springt nur das Allerbeste heraus. Kannst du jetzt endlich mit dem Gejammerer aufhören und mir zuhören? Ich kann's kaum erwarten. Dann empfangen diese Schwachköpfe also Nachrichten vom Professor, nicht wahr? Dann muss er ja irgendwo stecken und ihnen Nachrichten zufunken. Aber er ist auf die Dumpfbacken angewiesen. Ohne ihre Dienste ist er aufgeschmissen. Hindern wir ihn also daran, ihnen etwas zu sagen. Dann muss er sich mehr Mühe geben. Vielleicht kann ich den kleinen Wurm dann finden und eliminieren. Wie können wir ihn also ausschalten? Wenn ich den Professor richtig kenne, dann benutzt er zum Senden Coxinuswellen hoher Frequenz. Ich habe genau das richtige Gerät, um den Plapperkasten des kleinen Wurms zu stören. Du brauchst es nur am höchsten Punkt dieser Gegend aufzustellen. Simpel, nicht wahr? Ich habe Höhenangst. Sie meinen dieses große Rad unter dem, unten bei den Docks, oder? Genau. Befestige den Störer an der untersten Gondel, schalte das Rad ein und drehe den Störsender ganz nach oben. Das reinste Kinderspiel. Ich werde von hier aus zusehen und alles einschalten. Dann werden wir ja sehen, wo unser kleiner Professor steckt. Und jetzt geh. Wieso habe ich das dumpfe Gefühl, dass, wenn ich das mache, der Feind quasi auf mich wartet? Wenn ich jetzt darüber gehe, dieses Rad anschalte und ja, der Feind, diesmal Ghule sind, die einfach auf mich zurennen. Ich hole mir mal gerade dieses Ding mit. Sturmgewehr, Sturmgewehr, Bleirohr, Messer, alles nicht so interessant. Munitionspacken. Kohle. Vielleicht kann ich mit der Minigun ein bisschen schneller nachher die Gegner niederholzen. Das ist der einzige Grund, warum ich es jetzt dabei haben möchte. 6 Nuka-Colas. Ja, Platz genug haben wir. Nehmen wir mit. Der Rest bleibt hier. Machen wir es schon mal auf den Weg. Auf den Weg Richtung Riesenrad. Um dort den Sender zu platzieren. Schade. Irgendwie hätte ich doch ganz gerne den Nadine dabei. Aber, ja. Das hat sich ja dann wohl erledigt. Weil der höchste Punkt in der Gegend ist meines Erachtens da oben bei der Kathedrale und nicht da unten bei dem Riesenrad, wenn das Riesenrad relativ hoch ist. Der Berg da oben scheint höher. Ja, so, wenn ich jetzt ein bisschen rüberschaue, ja, und dann ist da noch ein Gebäude drauf, auf dem Berg. Also das Riesenrad halte ich nicht für den höchsten Punkt. So, da hinten läuft irgendwas rum. Sagt mir mein Miniradar. Oh, da ist noch mehr. Leute, das hätte ich aber besser mal vorher sehen sollen. Waffenwechsel. Ja, sehr gut.
Er wird langsamer. Das ist schon mal gut zu wissen. Bleib stehen! Ja, das wird er wohl nicht machen. Oh, das wird er wirklich nicht machen. So. Zeig deinen Kopf. Es sind echt viele Hinterwäldler. Oder zähe Hinterwäldler. Also drei sind schon viel und zähe sind sie allemal. Uff. Dead Psycho nehmen wir mit. Uah, Kinder. Ich könnte gerade wieder einen Heilpack gebrauchen. 2, 3, 4. Da ist er. Ah, aus allernächster Nähe tut man ihm auch mal weh. So. Die Mens wollte ich gar nicht einwerfen. Naja, was soll's. Doppelläufige, gute Idee. Und natürlich die Muni, die er noch hat, die hätte ich auch ganz gerne. So, jetzt haben wir eine sehr, sehr gut funktionierende Doppelläufige. Puh. Das war knapp. Oder sagen wir mal, es war nicht knapp, aber es war knapper, als mir lieb ist. Ich mag diese Überfälle von den Hinterwäldlern nicht so gerne. Das Geruckele stört mich auch extrem. Das heißt, ich muss meinen Computer wohl mal neu starten. Nach der Folge hier werde ich das wohl mal wieder tun. Ich hab gerade gedacht, diese Sumpfblase, die ein so seltsames Geräusch gemacht hatte, wäre eine Kreatur, die mich angreift, so ein Meierlurk, so ein Sumpflurk oder was, der irgendwelchen Glibber nach mir spuckt. Waren hier nicht auch irgendwo richtige Geschäfte, wo man mal Zeug loswerden kann? Außer dem Typen da auf dem Kutter. Ja, ich probiere das erstmal mit dem Typen auf dem Kutter. Wenn der nicht genug Geld hat, muss ich mir noch einen anderen suchen. Ein Staubteufel. Bist du Nadine? Du bist Nadine. Du hast überlebt. Hey, du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich habe herausgefunden, wer in unseren Köpfen herumgewühlt hat. Du wirst nie erraten, wer das war. Als kleinen Hinweis, der überhaupt nichts damit zu tun hat, verrate ich dir, dass jetzt ich der Boss seines Schiffes bin. Moment, Torber war das? Ja, Torber, der Seemann. Warum hat er das gemacht? Sieht so aus. Wenn die Stammesleute einen in den Sumpf schickten, hat er gewartet, um sie zu schnappen, sobald sie von den Punkersamen benebelt waren. Er operierte im Auftrag des Stammes etwas herum und ließ uns wieder zurückmarschieren. Im Austausch gegen Punkerfrüchte. Ein nettes kleines Geschäft. Na, auf jeden Fall habe ich ihn sozusagen in Gewahrsam genommen, weil ich mir dachte, dass du doch sicher gerne Rache nehmen würdest. Was für ein Arschloch. Wie kann ich wissen, dass du die Wahrheit erzählst? Ja, wie kann ich wissen, dass du die Wahrheit erzählst? Das klingt alles ganz schön verrückt, was? Ich hätte es auch nicht geglaubt, hätte ich nicht heimlich einen Blick in Tobas Maschinenraum geworfen. So wie es aussieht, bewahrte er jedes Fitzelchen Hirn auf. Am Ende hat er eine hübsche Sammlung. Sieh sie dir an, wenn du einen starken Magen hast. Und wenn du schon mal dort bist, richte Toba liebe Grüße von mir aus. Am besten mit der scharfen Spitze eines glühenden Messers.
Okay. Und wie geht es jetzt weiter mit dir? Zuerst erhebe ich mal Anspruch auf dieses Schiff. Da ich Toba unschädlich gemacht habe, gehört es jetzt nach den Regeln des Meeres mir. Ich habe jetzt also ein Schiff, einen Haufen Pungas und eine böse Narbe. Genau die Art Abenteuer, die ich mir vorgestellt habe. Ich glaube, ich übernehme das Schiff hier. Dann kann ich hin, wo ich will, und Mutti im Ödland besuchen. Ist doch ein klasse Leben, oder? Du kannst natürlich jederzeit gratis mitfahren. Na toll, dafür habe ich so viele verdammte Fahrkarten gekauft. Wie sieht's aus? Kommst du jetzt mit nach Hause? Jetzt, wo ich diesen schicken Kahn habe? Ich schätze, ich könnte mal zu Hause vorbeischauen. Für ein Weilchen zumindest. Warte nur, bis meine Mom die Ladung sieht, die ich mit nach Hause bringe. Erzähl mir was über dich. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich bin von zu Hause weg, um die Welt zu sehen und mein Glück zu finden. Und so sieht's aus. Okay, dann muss ich jetzt los. Ja, genug gequasselt. Nichts wie los. Ich mach mal die Flinte weg, jetzt brauche ich sie ja nicht mehr. Da ist der Maschinenraum, oder? Jawohl. Da will ich jetzt noch mal ganz kurz reinschauen. Na, wenn das nicht mein Lieblingsreisender ist. Und was für eine tolle Reise Sie gemacht haben. Sie hätten mal hören sollen, was Sie von sich gegeben haben, als Sie ohnmächtig waren. Aber Sie sind wahrscheinlich mehr daran interessiert, was aus Ihrem Kopf gekommen ist. Habe ich recht? Dann stimmt es also. Warum haben Sie das gemacht? Nun ja, Sie bereisen doch auch die Welt, töten Menschen, sammeln Trophäen, die Ihnen gefallen und ziehen weiter. Ich bin im Grunde genau wie Sie. Der einzige Unterschied ist nur, dass meine Trophäen eher medizinischer Natur sind und ich, offen gesagt, wahrscheinlich weniger Leute töte als Sie. Doch ich schätze, es ist höchste Zeit, dass dies alles bald ein Ende hat. So oder so. Gefunden. Du Irrer. Wo ist der hin? Da. Er hat mir gar keine Chance gelassen, mit ihm zu reden. Kronkorken nehme ich mit. Pipette. Schlüssel der Herzogin Gambit. Fruchtpungas nehme ich mit. Pungas hier. Ja. Ah ja, tatsächlich, das ist eine Sammlung. Und eine Kernspaltungsbatterie. Er hat uns nicht gesagt, was uns aus dem ein vertrautes Stückchen Gehirn. Gut, das nehmen wir aber noch nicht. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.